In dieser Stadt ist jeder allein. Er beschützte die Mächtigen. Oscar-Preisträger Carrie Lawner. Du willst Senator werden? Meine Glaubwürdigkeit steht außer Frage. Vor Skandalen. Ich bin zu alt, wegen einem geilen Filmstar nach South Manhattan rauszufahren. Ich mache mir Sorgen um dich, E. Große. Das brauchst du nicht. Ich bin C. Die Reichen vor Klatsch. Es wird erzählt, sie hätte so ein schwarzes Büchlein oder sowas gehabt. Und die Berühmten vor Indiskretionen. Sie macht vor nichts Halt. Müssen sie wieder die dreckige Wäsche ihres Stars einsammeln? Nein, die muss ich an einem Flugfeld entsorgen, damit sie allein zurück nach Hause fliegen kann. Eli meinte alles gesehen zu haben, bis er zu viel sah. Oh, das arme Mädchen. Wenn du was gesehen hast. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken. Wenn sie jemanden gesehen haben, der was gemacht hat, dann hat der sie vielleicht auch gesehen. Ich weiß die meiste Zeit nicht, was ich sehe. Ich kann mir nichts mehr merken. Du wolltest die Welt verändern, Eli. Hin und wieder mache ich auch mal was Sinnvolles. Hast du was für mich von ihr? Wo ist mein Spielzeug, verdammt nochmal? Ich habe euch jetzt alle in der Hand. Wir sorgen uns um die politische Zukunft unseres Staates. Wir brauchen einen Kandidaten, der unseren Bürgermeister schlägt. Ihr Mandant ist die falsche Person. Eli, ich habe Feinde. Sie hat Fotos gemacht. Die Aufnahmen landen im Internet. Ist das Mädchen wegen eines Spielzeugs umgekommen? Erpresst du gerade deinen einzigen Mandanten? Sie brauchen Namen, um Macht zu bekommen. Sie brauchen die Leute aus dem inneren Kreis. Er gehörte sein Leben lang zum inneren Kreis. Das ist Politik, Eli. Reine Politik. Was sollte da schiefgehen? Vergiss nicht, wie viel ich weiß. Im inneren Kreis.